Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Das erste Spiel der Saison. Sie sehen es an meinem leichten Lächeln, dass es positiv für den 1. FC Magdeburg ausgegangen ist. Willkommen auch unsere Sponsoren oben im Business Club und auch die Zuschauer und Fans, die noch im Stadion verweilen und die Pressekonferenz jetzt verfolgen wollen. Wir freuen uns, dass Sie auch so zahlreich dieses Jahr den 1. FC Magdeburg unterstützen, und sollten Sie Geschäftspartner haben, bringen Sie die das nächste Mal einfach mit, damit wir zusammen eine richtig starke Saison spielen können. Wir begrüßen auch den Trainer von Union Berlin, den Herrn Jasper, und den möchte ich jetzt bitten, eine kurze Einschätzung zum Spiel zu geben, bevor wir dann zu unserem Trainer kommen. Bitte schön, Herr Jasper. Zunächst mal Gratulation natürlich, erst mit dem Markt durch meinen Kollegen zum Sieg heute. Im Großen und Ganzen, auch wenn man heute verloren hat, erst jetzt Union, bin ich zufrieden mit dem größten Teil dieses Spieles. Erste Halbzeit haben wir sehr ordentlich, taktisch sehr diszipliniert gespielt, haben unsere Nabelstiche gesetzt, das, was ich mir vorgestellt habe, gegen eine sehr, sehr starke Magdeburger Mannschaft, haben meine jungen Spieler sehr gut umgesetzt, 2-0 Führung, ein bisschen Glück, auch wenn sich das ein bisschen vermessen anhört, führen wir mit 3-0, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit war natürlich schon wenig störend, gerade für die jungen Spieler, da wusste ich, also es wird eine sehr, sehr schwere zweite Halbzeit, das kam dann auch so. Leider haben wir die Kontrolle dann auch über das Spiel verloren. Das, was ich erwartet hätte von den Spielern, dass sie eben spielerisch auch überzeugen, auch trotz der Tatsache, dass sie doch sehr, sehr weite Wege auch gegangen sind. Erste Halbzeit haben sie nicht mehr so viel hingekriegt. Folgerichtig war dann auch der Ausgleich und letztendlich auch der Siegtreffer. Ich wusste, dass wir halt in den Standardsituationen, dann bei den Standardsituationen, also große Probleme bekommen werden, besonders dann die Kraft ein bisschen nachlässt. Das war dann auch so. Da fehlt ein wenig die Konzentration. Die Tatsache, dass wir das Spiel auch nicht mehr so gespielt haben, wie ich es erwartet habe, sondern mehr mit langen Bällen operiert haben, das kam dann im ersten Halbzeit, wo ich dann mehr entgegen. Im Großen und Ganzen geht der Sieg auch in Ordnung, auch wenn es knapp ausgefallen ist. Aber wir fahren zurück nach Berlin mit einem relativ guten Gefühl, trotz der Niederlage. Danke. Jo, danke, Herr Jaspert. Wir kommen gleich zu dem Trainer bei seinem Debüt hier bei dem ersten FC-Punktspiel. Dann Jens Happel jetzt das Wort gerichtet. Bitte schön. Naja, zuerst einmal großes Kompliment an die junge Unioner Mannschaft. Moment. So, jetzt sind Sie verletzt. Die uns ja alles abverlangt hat am ersten Spieltag, auch nicht ganz unverdient zu einer Führung gegangen ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass die ersten Chancen auf unserer Seite waren. Da müssen wir uns nochmal angucken, die Elfmetersituation oder so. Wenn man dann in Führung geht, läuft das Spiel bestimmt ein bisschen anders. Aber dann war es heute natürlich für die Spieler auch unangenehm zu spielen bei der Hitze. Und wenn man so eine intensive Art Fußball zu spielen versucht, so wie wir das heute getan haben, ist natürlich ab und zu dann der Sprit ein bisschen alle. Und dann haben wir das trotzdem versucht. Und, das funktioniert dann natürlich nicht, ja. Wenn man dann nicht kompakt ist und nicht gut in der Ordnung steht und dann zu viele Räume da sind, da muss man sich schon ein bisschen fallen lassen. Da sind wir hoch geblieben und dann haben sie uns richtig wehgetan mit den zwei Toren. Trotzdem ist die Mannschaft dann nicht eingeknickt, das war extrem schwierig heute. Du liegst 0-2 zurück zu Hause, alle haben sich viel vorgenommen und dann denkst du schon ein bisschen, du bist im falschen Film, aber das Anschlusstor hat uns ein bisschen geholfen, auch ein Stückchen aus dem Standort nach einem verlängerten Einwurf. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel, viel besser gemacht. Haben wir die Balance hingekriegt, haben Union mehr und mehr dazu gezwungen, eben lange Bälle zu spielen, die wir dann in der Regel abgesammelt haben. Und dann bei Standards, das war uns vorher klar, da haben wir eine hohe Qualität und die wollen wir natürlich auch immer auf den Platz kriegen. Nichtsdestotrotz haben wir auch aus dem Spiel heraus noch eine Menge Torchancen gehabt. Und ich denke auch, im Nachhinein geht der Sieg für uns in Ordnung. Und hat aber einen Fingerzeig gegeben für die kommende Saison, dass also jedes Spiel gespielt werden muss. Und das ist, um 3 Punkte am Ende einzufahren, muss man in der Lage sein, auf dem Platz alles zu geben. Und da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Es hat auch in der Halbzeit dann mal ein bisschen geraschelt bei uns. Und das hat sie aber gut hingekriegt und hat sich richtig gehend reingebissen in dieses Spiel und hat es am Ende gedreht. Und wir sind zufrieden damit, dass wir hier mit einem Dreier gestartet sind. Letztes Jahr 2 Niederlagen gegeben. Und uns wohl dieses Mal haben wir schon mal einen Dreier eingefahren. Ja, hört man gerne. Mal sehen, ob es jetzt hier drin raschelt. Das heißt, Sie können jetzt Fragen stellen. Bitte schön. Herr Hertel, was haben Sie in der Mannschaft in der Halbzeit gesagt? Sind Sie wirklich laut geworden oder ist es leise geblieben? Na, laut sind die Jungs schon auch untereinander geworden und das war auch gut so. Das hat da ein bisschen
Intern haben sie da ein paar Dinge bereinigt, die dann nicht so in Ordnung waren. Wir haben versucht, sachlich zu analysieren, was haben wir falsch gemacht. Und haben ja dann noch umgestellt, einen Wechsel vorgenommen, den Felix dann rausgenommen und den Christopher reingebracht. Und eben gesagt, dass wir schon eben, ja, nicht zu kompliziert spielen, sondern bei dem Wetter, sondern dass es dann eben doch einfach geht mit Spielverlagerung und auch mal mit dem langen Ball, den wir in der Regel dann eben doch immer wieder verarbeiten können mit unseren kopfballstarken Spielern. Und da haben wir insgesamt eine viel, viel bessere Balance hingekriegt. Weitere Fragen? Bitte. Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch und eine Frage. Das Spiel ohne Ball im Umkehrspiel in Richtung gegnerisches Tor und so weiter, gerade im Schwerpunkt erster Halbzeit, wie waren Sie damit zufrieden? Erste Halbzeit war ich mit dem Spiel nur phasenweise zufrieden. Wir hatten schon ein paar gute Situationen, auch wo wir die Torchancen kreiert haben. Also wir hatten ja auch nicht nur 0-2 hinten liegen können, sondern wir hatten ja auch drei, vier gute Situationen, wo wir kein Tor machen. Das haben wir auch gut rausgespielt. Aber insgesamt war ich nicht so zufrieden. Da haben wir viele Bälle ja dann auch unbedrängt ins Ausgespielt. Ich meine, da hat man die Nervosität gespürt. Also die Zuschauer sind ein bisschen gekommen mit Wippen und auch zu Recht, weil wir es eben dann nicht gut gemacht haben. Und da haben wir es uns eben selber schwer gemacht. Dann viele Bälle Linie lang gespielt, anstatt dann Wenn, dann Diagonale. Da ist vieles eben weggegangen. Also insgesamt so viele Umschaltsituationen haben wir nicht gehabt, weil die eben dann relativ kompakt standen. Wir hatten dann halt Probleme im Spielaufbau. Also aber massiv in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, weil wir es ein Stückchen einfacher gehalten haben. Wussten Sie aus der Statistik der letzten 3 Jahre, dass Magdeburg 70% der Spiele gegen U23-Mannschaften entweder verloren hat oder unentschieden gespielt hat? Nein, das ist jetzt eine neue Statistik. Also die kann ich nicht. Okay. Gibt es weitere Fragen? Meine Augen schauen in die rasche Kiste. Nein, gibt es nicht. Dann möchte ich noch im Namen des SC Magdeburg darauf hinweisen, dass wir demnächst auch ein DFB-Pokalspiel zu bestreiten haben. Und die Bitte an die einheimischen Medien, doch das mit in die Welt zu tragen, dass wir hier einen Bundesligisten zu Gast haben, damit wir eine gute Kulisse haben. Dann verbleibt mir noch dem Herrn Jaspert und seinem Team alles Gute für die Saison zu wünschen. Eine gute Heimreise, stau- und unfallfrei, kommen Sie gut und die besten Grüße an die Bundeshauptstadt. Und Ihnen allen ein schönes Restwochenende im Namen des 1. FC Magdeburg. Machen Sie es gut, bis dahin, tschüss.